an der Stelle, wo Donald normalerweise steht, steht immer die kleinste Fernsehbühne der Welt. Heute sind die Common Limits bei uns zu Gast. Hallöchen. Hallo. Unser Tontechniker Michael und unser Galeansklave Alex haben sich bereit erklärt, am heutigen Morgen, Achtung, die Bühne reinzufahren. Hier ist normalerweise auf der Seite die Sportschau, wenn Sie das sehen möchten. Im Dunkeln ist noch gelegen. Erst heute Abend um 22.30 Uhr mit Alex Bommes, dann der zweite Teil des englischen Spieltages. Und hier kommen wir jetzt so langsam hin. Wir sitzen jetzt gerade auf dieser Bühne, die wirklich händisch jeden Morgen reingefahren wird. Hier ist eigentlich der Wettermonitor von Donald, wo er dann seine ganzen Wetterprognosen präsentiert. Und nachher sitze ich auch hier am Schlagzeug und wir spielen dann. Es geht auch ein Ticken schneller, Alex, ja? Geht's? Spielen wir nachher hier mit den Come After the Storm. Gleich sitzen die bei uns aber erstmal auf dem Sofa, Anna. Danke. Ja, und dann gucken wir uns jetzt mal an, wie sich das Original anhört. Country Sounds aus den Niederlanden. Damit haben The Common Linnets ganz Europa überrascht und nicht nur aus Deutschland 12 Punkte geholt. Ilse de Lange klingt, als wäre sie in Nashville geboren, lebt aber in Hilversum in der Nähe von Amsterdam. Duettpartner Waylon ist mittlerweile nicht mehr dabei, der Erfolg aber ist geblieben. Jetzt singt J.B. Myers, der auch die ursprüngliche Songidee hatte. Die Hitsingle Come After the Storm ging in 16 Ländern auf Platz 1 und in 14 weiteren in die Top 10. Mit dem internationalen Erfolg im Rücken hat die Band Album Nummer 2 aufgenommen. Country aus den Niederlanden. Ein unerwarteter Exporterfolg von einer Band, die noch viel vorhat. Und wir sind froh, dass die Common Linnets heute hier sind. Guten Morgen. Guten Morgen. Ilse und JB. Ja. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Du hast schon ganz früh angefangen mit Country Pop, weil deine Eltern das gehört haben. Was haben denn deine Freunde früher gesagt zu der Musik? Ich habe so ein bisschen ein Doppelleben gehabt, weil in die Schule hatte ich eine Kassette, in die Kassette spiele. Und dann an einer Seite war LL Cool J und so alles dann. Und dann die andere Seite war Country Musik. So war nicht mehr, was hörst du denn? Was hörst du denn? Hatte ich immer gedacht, ich denke, das ist ein Typ für LL Cool J. Und dann manchmal so habe ich gesagt, nein, das mag ich sehr gerne. Und wann hast du gespürt, dass er der Typ für die zweite Seite ist? Für die Country-Seite. Ja. Aber wenn wir uns kennengelernt haben. Ich hatte ja dieselbe Kassette. Ah, okay. LL Cool J und Dolly Parton auf die andere Seite. Ja. Nicht schlecht. Aber hättet ihr gedacht, dass ihr mit der Musik, also mit Country-Musik, in Europa so einen Erfolg haben könnt? Nie. Eigentlich. Nein. Aber du hast es schon. Es erinnert mich sehr, sehr viel an meine, wie ich gestartet habe. Weil da hat auch niemand. Du hast eine Solo-Karriere angefangen. Ja, und dann in den Niederlanden. Niemand hat es erwartet, dass das einen Erfolg haben kann. So, das ist auch die, warum ich meinen ersten Plattenkontrakt in Nashville bekommen habe. Und dann jetzt mit die Common Linnets hat auch niemand erwartet, dass es etwas werden würde. Und dann hat es auch geklappt. Und Nashville müssen wir gleich noch drüber reden. Wir gucken uns erstmal an, was in Nashville entstanden ist. Euer neues Lied nämlich jetzt. Als ich das heute Nacht angemacht habe, im Computer habe ich es mir angehört, habe ich gedacht, das kenne ich doch, das habe ich nämlich schon im Radio gehört bei uns. Das ist ein super Song und jetzt Nashville. Warum eigentlich? Warum wollen alle Künstler, was hat dieser Ort so besonders oder diese Gegend? Ich habe ein paar Mal gesagt und ich glaube, das ist wirklich so, dass Nashville jetzt ist so etwas wie Wien im 18. Jahrhundert war. Also das ist wie ein Magnet und alle Musiker gehen dahin. Und das war, anfangs war es echt so ein Country-Ort, aber jetzt gehen so auch Rocker und Electronic Dance, aber es gibt auch klassische Orchester und so weiter. Und das ist einfach eine große
musikalischer Magnet. Aber was macht diesen Magneten aus? Was macht dieser Ort mit einem, wenn man da als Musiker hingeht? Die Luft oder das Wasser? Na, wenn man da ist, weil die Qualität von Studios und auch die Musiker, wenn man da ist, dann will man, ja, dann lernt man besser oder so. Ich weiß es nicht. Es inspiriert uns natürlich, um dort zu sein, weil wir sind natürlich ganz inspiriert bei Country-Musik und Folk-Musik. So, ja, dass viele davon kommt natürlich von Nashville und die Umgebung, Austin, Texas und so weiter. Ja. Ein Teil eures Albums ist auch da entstanden. Ja. Welchen Unterschied hört man? Das, was in Nashville aufgenommen wurde und das was sonst wo habt ihr das war schwierig, weil das war wir haben in unserem Studio haben wir das gleiche Mischpulte, den sie in Nashville hatten, also ähnlich. Also ich denke, das Unterschied kann man nicht sagen. Und ich denke, die Musik ist in dich selbst. Ja. Also das dürfte kein großes Unterschied sein, wo man dann ist, weil das ist doch von Herz. Ja. Aber ich denke, dass wir sind da hingegangen auch, und wir haben zwei Freunde von uns haben auf die Platte gespielt, Paul Franklin und Jerry Douglas, und die findet man nur dort. Okay. Ja. Aber weitere Musiker findet man auch nur in Köln letztlich, weil ihr habt tollerweise gesagt, wir dürfen mit euch zusammen Musik machen. Und wir haben heute schon vor der Sendung ein bisschen geprobt, und das hört sich dann so an. Schön, das ist Come After the Storm. Genau. Am Lächeln muss ich noch arbeiten. Ja, ist doch cool. Musik macht Spaß. Anna spielt die Keys, ich Schlagzeug. Peter singt ganz toll mit dir. Ah, wirklich so? Ja. Du hast so ein ernstliches Gesicht. Ich habe schon mal ein Klaviergesicht. Also, ich meine, ihr müsst ja singen. Klaviergesicht. Ich habe ein Klaviergesicht, dann hakt sich so der Unterkiefer auf und so. Und das ist lustig. Meine Kinder, wenn die irgendwie Musik hören oder am Klavier ganz vertieft sind, dann machen die auch. Das sieht total blöd aus. Ich muss auch mein Gesicht anschauen, wenn ich die Solo spiele. Machst du auch so? Gitarre-Gesicht, Aber wir können zusammen auftreten, ist okay. Es ist kein Problem. Ist kein Problem. Das muss. Das okay. Ja, natürlich. Ihr rettet uns über diverse Klippen hinweg. Also, ihr seid sehr charmant. Also, wir können Ihnen Folgendes anbieten: Ihr macht ja euren Song hier auch nochmal. In einer Stunde? In einer Stunde. Ja. Und dann um 10:50 kommen wir dann dazu und covern den Song mit euch zusammen. Eine große Ehre. Vielen Dank dafür. Abgemacht. So, und jetzt der Sport mit Peter. Danke euch. Okay. Wir haben ungedobte, handgemachte, wunderschöne Musik heute im ARD Morgenmagazin. Die Common Linnets sind bei uns. Da hinten stehen sie schon, parat zu vier. Das ist die neue CD, die kommt am Freitag raus. Und bevor wir das neue Lied hören, hören wir uns erstmal das alte Lied an, mit dem sie hier in den deutschen Charts ganz oben waren. Tears on the highway. Country Sounds aus den Niederlanden. Damit haben The Common Linnets ganz Europa überrascht. Ilse de Lange klingt, als wäre sie in Nashville geboren, lebt aber in Hilversum, in der Nähe von Amsterdam. Duettpartner Waylon ist mittlerweile nicht mehr dabei, der Erfolg aber ist geblieben. Jetzt singt J.B. Myers, der auch die Songidee hatte. Die Hitsingle Come After the Storm ging in 16 Ländern auf Platz 1 und in 14 weiteren in die Top 10. Mit dem internationalen Erfolg im Rücken hat die Band Album Nummer 2 aufgenommen. Country aus den Niederlanden. Ein unerwarteter Exporterfolg von einer Band, die noch viel vorhat. Das war Come After the Storm. Der neue Titel heißt We Don't Make the Wind Blow. Mhm. Ihr habt's mit dem Wind, oder? Ja, wir haben mit Wind und Storm und Wind, so. Ja, mit das Wetter im General. Wie heißt das? War das schwierig für euch, dieses zweite Lied zu schreiben, nachdem ihr ja so, oder das zweite Album zu schreiben, nachdem ihr einen so krassen Erfolg hattet, mit dem ihr auch gar nicht selber gerechnet habt? Nee, das habe ich nicht mit gerechnet, aber trotzdem war es ganz einfach, das Lied zu schreiben. Aber wir sind dann dabei, sind wir ganz gespannt, wie das so, ja, wie man das findet. Wie es ankommt. Ja, ist der Druck jetzt groß? Aber wir haben nur gedacht, wir müssen machen, was wir das erste Mal gemacht haben. Und das war die Tür zu. Genau. Und dann kommen wir wieder raus, wenn das alles fertig ist. Und das haben wir gemacht. Okay. Ja. Wir haben ein ganz gemütliches Studio. Und wenn die Tür zu ist, dann ist alles gemütlich. Und sind wir nur beim Herz. Und das ist cool. Ich schleiche mich jetzt raus. Dieses Studio, unsere kleinste Bühne der Welt, gehört euch. Euer Wohnzimmer. Tut, als seien wir nicht da. Okay. Viel Spaß bei den Common Linnets. Ja. Vielen Dank. Okay. Thank you.
listen to the wind blow coming from a forest land, chasing every car down every broken avenue. Unlike me and you, you and me. Won't you feel the water flow down wild rivers that will never end? They will never try to understand. Turn the stone into sand as they go. Gefreut. Also, ihr super. Habt gemerkt, die Tür war zu, ihr konntet ganz normal. Ja, und ihr lasst uns sozusagen noch rein in euer Lied, in euren ersten Hit dürfen wir gleich mit euch zusammen spielen. Ja, unbedingt. Okay. Ja. Für diesen Mal. Ja. Wir dürfen ausnahmsweise covern. Und endlich eine andere Frau in die Band. Ja, aber nicht zum Singen, das macht Peter. Ja. Sven sitzt hier am Schlagzeug und ich versuche mich am Keyboard, obwohl ich normalerweise Klavier so nach Noten spiele. Ich gebe alles. Gibt es einen Tipp, den ihr uns geben würdet? Was müssen wir machen, damit euer Lied nicht versaut wird? Immer bleiben lachen. Immer lachen. Ja, immer lachen. Ja. Und niemals die schwarzen Tasten, nur die weißen Tasten. So, das ist immer besser. Ja, aber das stimmt ja gar nicht. Ja, egal. Also, wir gehen jetzt zur Tagesschau. Thorsten Schröder, guten Morgen. Hey. Man spürt das so ein bisschen. Also, ich werde auf jeden Fall so langsam richtig nervös. Ja. Man muss es noch mal erklären. Also es hat eine Band, gibt eine Band, unter anderem sind Holländer dabei, die haben uns unseren Hit geklaut, sind damit beim ESC aufgetreten, sind Zweiter geworden und in vielen Ländern auf 1 gelandet. Und jetzt, heute, kommen sie vorbei und wir spielen mit ihnen dann zusammen endlich. Als Trost sozusagen für uns das Lied. So ist es. Die Common Limits sind da, die haben den Song eigentlich geschrieben. Nein, und wir dürfen jetzt heute als Moderatoren mal mitmachen. Ja. Calm after the storm. Und wenn das Ding gut läuft, dann treten wir mit allen möglichen Coverversionen. Dann gehen wir hier richtig weltweit steil. Auf. Wir haben mal ein paar Bilder von der Probe von heute Morgen. Genau. Ganz früh, das war 34. 37. Ja. Ich habe noch so ein Poncho rum, weil mir zu kalt war. Was? Poncho? Aber er hat mich beim Klavierspielen beim Keyboard nicht gestört. Ne? Lass uns mal rein. Sag mal so schön. Oh.
Wenn der Peter ins Mikro säuselt, hören wir gerne rein. Der Howard Carpendale ist morgen mal erzählt. Weißt du was, wir mühen uns da hinten ab und du flirtest mit Richtig. Ilse. Ey, Kinder, da läuft was schief. Pass auf, du brauchst ja nicht unbedingt Schlagzeuger werden, ne? Das ist das Problem. Die sitzen immer hinten, die haben nichts zu tun. Du siehst aber alles. Die haben nichts zu tun. die können aber nach vorne aufgehen. Mit der Flirterei. Ach so, jetzt, das gibt's gleich in der nächsten halben Stunde, die jetzt Tagesschau. Die Tagesschau und die Nachrichten des Tages. Morgen, Thorsten. Guten Morgen. Wir haben die Band wieder zusammengeholt. It's Rock'n'Roll Time. Ja. It's Country Time. The Common Limits sind bei uns. Und die Muma Mods. Ja, genau. Es kommt zum Äußersten. Wir wollten es machen, wir tun es. Sven, Schlagzeug. Ja, so ist das. Ja? Mhm. Anna, ich geh schon Keyboard. Mhm. Und du? Und Vocals. Ich, setz mich hier, und die Common Limits. Ja. Komm dazwischen. Wenn das gut geht heute. Ist dann? Ja. Wir sind auf Tour. Dann kommst du mit. Wir sind mitten auf November hier in Köln. So, dann kommst du mit, oder? Ja, das ist perfekt. Ja, das ist deine Karriere ist gerettet. Eine gute Probe. Dann machen wir jetzt Probe. Dann, dann wird es nicht funktionieren. Samba? Okay, ready? Gut. 1, 2, 3, 4. Driving in a fast lane, counting mile marker signs. The empty seat beside me keeps you on my mind. Something I pursue, I can keep on chasing what I can be for you. Blue skies are black and blue, thinking about you, hearing the calm after the storm. Water in my eyes. This rain ain't gonna change us. So what? I'm so used to cry. I could say I'm sorry, but I don't wanna lie. I just wanna know if staying it's better than goodbye. Wir sind fertig.
Ja, wir hätten noch Zeit. Wie war es? War schlimm für euch? Ich finde es sehr, sehr gut. Nicht loben, auch kritisieren. Also, du hast mir kein Mal in die Augen geguckt. Nein. Ja? Aber weißt du was, Peter? Ich habe auf zwei Einstellungen gesehen, wie sie dich angeschmachtet hat. Er war ganz eifersüchtig. Ja, aber, sie ist der Profi, ich nicht. Das ist wirklich, du hast dich voll auf den Text konzentriert. Was wäre passiert, wenn du ihr in die Augen geguckt hättest? Ich hätte nicht mehr singen können wahrscheinlich. Ja. So ist es. Die Kabel wären zusammengeschmolzen, hättet ihr zwei euch angeschaut. Okay, wann seid ihr in Deutschland auf Tour? Ja. Mid-November. So, wir spielen in hier. Ich räume den ganzen Monat frei. Ja. Berlin und Hamburg gehen wir auf Tour. Ja gut, das sind eh meine Orte. Sehr gut. Ja. Super, vielen Dank euch, dass wir das mitmachen durften. Danke. Super. Oh Mann, super. Ganz toll. Und also wir können ihm anrufen. Jetzt haben wir eine Sache noch für Sie. Also das brachte der Tag bis jetzt. Aber was bringt der Tag? Eine kleine Vorschau, damit Sie wissen, was Sie erwartet an diesem Mittwoch.